Krass, Digga, ich weiß nicht, Alter. Einfach nur aufhalten, deine Hand. No fucking way, Alter. Du bist jetzt unterwegs hier und möchtest interessante Berufe kennenlernen. Ja, dann bist du bei uns ja hier im Tier in Berlin richtig. Ey, Scheiße, komm immer schneller. Ich gehe mal hinter dich. Jetzt einfach auf den Boden stellen, dann kann er. Ja, warte doch kurz. Borstel, komm her. Ja, Borstel ist immer ein bisschen eilig mit dem Futter. Die haben doch so riesen Zähne, ey. Ja. Die tun mir ja gerade einen Gefallen, ne, Borstel? Aber kack mich bitte nicht an. Oh, das ist doch wie eine Schlange. Die können wir halt mit den anderen nicht zusammensetzen, weil die sich dann prügeln würden. Ach, die prügeln sich. Kacken die gerade? Ja, Alter, die kacken gerade. Ey, Roger, das sieht einfach aus wie Nesquik. Und jetzt hier vorne rechts wieder die Kacke. Ich sehe das gerade nicht. Ja, wie sieht so Kacke von denen aus? Hier wird ein bisschen Kacke drin sein, gehe ich mal von aus. Jupp, und drin damit. Ist krass, dass die Hühnerkacke größer ist als die von den Schafen oder von den Ziegen. Ja. Nee, das ist ja gar keine Kacke. Hier sind richtig viele Federn, aber die ganze Kacke liegt eigentlich da. Ja, hier ist richtig viel Schiss. Hier hast du Spaß. So, jetzt machen wir noch schön die Hühnertoilette sauber. Ist ja Wahnsinn, Alter. Was legen die denn für Köttel? Hm. Ey, hier liegt überall Kacke auf dem Boden. Das ist euer Ernst eigentlich? Wann kommen eigentlich die Welpen? Weißt du, jeder hat mir hier von Welpen versprochen und so. Zeig mir mal deine Schlangen. Ich zeig dir mal meine Schlangen. Da muss er mal kichern. Der ist knapp 2,40 Meter, 2,50 Meter. Also meistens ist es so, dass sie die aussetzen, damit sie keine Abgabegebühr bezahlen müssen. Wir müssen uns ja nun durch Spendengelder finanzieren, also wir werden ja nicht von der Stadt unterstützt. Du greifst da einfach so rein? Ja, na klar. Krass, Digga, ich weiß nicht, Alter. Einfach nur aufhalten, deine Hand. Genau, und ich leg die jetzt einfach rauf. No fucking way, Alter. Und die sind jetzt gar nicht gefährlich? Na, die könnten einfach nur zubeißen, es blutet ein bisschen und fertig. Das war's, ja? Das Wasser passiert nichts weiter. Was essen die so? Überwiegend Insekten, aber auch Frischfutter, also was halt Gemüse zum Beispiel betrifft, also pflanzliches. Wir haben auch den Shiramazamba hier. Die können wirklich sehr schnell sein. Die können sein. Richtig flitzen, ne? Die sehen so aus, als könnten die richtig abflitzen. Ja. Wenn ihr die hast, dann gib her. Dann nehme ich die und pack die erstmal dann hier in den Bottich rein. Ey, die haben mir einfach Welpen versprochen. Das ist kein einziger Welpe. Du weißt schon, dass die anderen beiden Becken auch noch rankommen, ne? Ja, ja. Hast du ganz gut gemacht. Danke. Hier vorne kannst du noch mal ein bisschen. Ja, da mache ich noch mal kurz. Okay. Und du hast uns sozusagen auch einen kleinen Hundi mitgebracht. Man muss ja halt auch wirklich vorausschauen, Gassi gehen, dass man guckt, wo sind da welche Hunde. Vielleicht nicht gerade im Volkspark spazieren gehen. Ja. Aber süß auf jeden Fall. Die kann man adoptieren hier. Die kann man adoptieren. Oh, ich würde sie ja gerne mitnehmen, ey. Also mit dem muss man auf jeden Fall viel rausgehen, ne? Der hat Bock auf Bewegung. Der hat Bock auf Bewegung, genau. Er sieht wirklich nicht so aus, aber ich kann wirklich sagen, er hat Bock auf Bewegung. Das Wichtigste heutzutage ist wirklich die Hausverwaltung nachzufragen, dass der Hund gehalten werden darf. Und wenn soweit alles stimmig ist, dann einfach wirklich spazieren gehen. Was heißt denn das für so eine Katze, wenn sie Diabetikerin ist? Also zuckerkrank sozusagen, ja, einfach. Ja. Er braucht halt Leute, die relativ viel Zeit haben, weil eine Diabeteserkrankung, die kann sich natürlich auch verändern im Laufe des Lebens. Er sieht jetzt ein bisschen gerupft aus, weil der natürlich punktuell geschoren werden musste, weil der eben nicht so schön gepflegt war. Ja, sehr, sehr ruhige Katzen, sehr entspannte, sehr menschenbezogen. Ja, schön. Vielen Dank dir. Peace out. Ja, genau. Was für eine tolle Erfahrung, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und für alle Leute da draußen, falls ihr ein bisschen Zeit, ein Herz und natürlich auch ein bisschen Platz habt zu Hause, dann meldet euch beim Tierheim Berlin, checkt das aus, vielleicht auch die Internetseite und gebt einem Tier ein schönes, gemütliches Zuhause.